Ja, hallo Melli. Irgendwie haben uns ja, genau, ich hatte irgendwie einen Aufruf gemacht, keiner hat es gesehen irgendwie, außer du. Mhm. Nachts geschrieben. Es war auch kein richtiger Aufruf. Nee, war kein richtiger Aufruf. Wahrscheinlich nur der Aufruf für dich, weil wir uns finden sollten. Ja? Genau. Die Harzhexe jetzt hier. Ja. Die Grüne, ich weiß nicht, wie nennt man die? Die Grüne Waldhexe, Kräuterhexe. Auf jeden Fall war sehr, sehr, sehr schön heute, war richtig geil, dass ich jetzt hier noch den Klettermaxen spielen musste. Ich bin nur noch ganz zuversichtlich hier hochgegangen. Ich dachte, Pulli reicht. Unter dem Wollpulli habe ich noch eine Wolljacke und dann noch dieses Teil. Und du stehst hier und wenn ich dich angucke, muss ich frieren. So, jetzt wäre ganz schön, wenn du die 50 Kilo Gepäck dann irgendwie mit deinem Besen runterfliegen könntest. Ja, das wäre praktisch, ne? Ja. Also zum Glück hatten wir halt vielen Dank an Markus, ja? Ja. Einen richtig geilen Assi heute. Markus! Genau. Ja, Marc wird natürlich gespannt sein. Hallo Marc. Ja, ich werde vielleicht ein Foto vorher bearbeiten und es dir schicken. Sonst kriege ich 10.000 WhatsApp-Nachrichten. Aber bis die Fotos natürlich fertig sind, wird ein bisschen dauern. Und die müssen natürlich großartig, wunderbar, grandios werden. Weil Marc gesagt hat, die werden wunderbar, grandios. Deswegen. Marc ist schuld. Also, was ich gesehen habe, schon auf dem Display sah das super aus. Und außerdem waren wir heute ein brillantes Team heute. Und wir werden bestimmt noch ein paar Sachen machen. Da gehe ich mal von aus. Ideen haben wir ja genug. Eindeutig. Also nochmal vielen Dank. Lass dich einmal drücken. Ja, da wirst du auch ein bisschen grün machen. So, komm, warte. Ein bisschen grüne Farbe. So. Hat sogar abgefärbt? Ja, ein bisschen. Okay. Der Hund wird sich wundern. Ja, grün hinter den Ohren, aber. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Ich würde ein kleines Making-of-Video geben und die Fotos werden natürlich noch nachgereicht. Und ja, wenn also, du jetzt noch also ich brauche noch eine weiße Hexe, ne? Also wenn du ein weißes Kostüm hast, also ich brauche noch eine weiße Hexe, irgendwie rot wäre auch nicht schlecht. Ja. Und wir sammeln bunte Hexen. Bunte Hexen sammeln wir für den Harz. Ja, alles klar. Das ist doch cool. Okay, auf dann. Wir packen ein und dann schnell zum Auto Sitzheizung anmachen und nach Hause fahren. Okay. Genau. Ciao. Mollig warm. Das ist nämlich das perfekte Ding. Das hier ist unten Windschutz und darunter wird es ein molliges, warmes Klima. Boah, ist das hell. Mhm. Ich sehe nichts. Scheiße. Auch immer. Das ist wie bei Nachricht. Ich habe mal so... Perfekt. Habe ich noch Luft nach oben? Ja. Aber kein Hut. Ich könnte jetzt auch eine Käppi aufsetzen und meine Sonnenbrille war der Helligkeit. Ja, das kommt komisch. Ich sehe Markus nicht. Jetzt weiß man, wie das ist im Theater, ja? Ja, doch, ich sehe so. Die gucken in die Menge, aber eigentlich siehst du gar nichts. Und das ist jetzt nur eine kleine Futzeltaschenlampe, ne? Tja,